Der Integra Cup ist eine Veranstaltung, die es versteht, behinderte Menschen, Jugendliche in diesem Fall, zu integrieren. Der österreichische Zivil-Invalidenverband Steiermark hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schirmherr dieser großartigen Idee zu sein. Was dahinter steckt, sollte für viele ein Beispiel sein. Hinter dem Integra Cup steckt Folgendes, dass in jeder Mannschaft ein Kind mit Behinderung ist und das notwendig ist. Das heißt, es können unter Anführungszeichen die gesunden Kinder sind dafür verantwortlich, dass sie mit Integrationskindern spielen können. Das heißt, es ist umgekehrt wie im normalen Sport. Hier sind die Integrationskinder die Einladenden. Und daher sind sie auch die Veranstalter. 25 Mannschaften aus der Region kämpfen um den Turniersieg, wobei Sieger waren sie von Anfang an alle. Von der ersten Klasse Volksschule bis zu der 9. Klasse sind die Schüler hier und es bemüht sich an jeder und es bekommt natürlich auch an jeder einen Siegerpokal. Das Franz-Fekete-Stadion, seit Beginn Austragungsort dieses Integra Cups, wird von der Gemeinde Kapfenberg kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich denke, dass die politisch Verantwortlichen in Kapfenberg, dass das für die ist nicht nur eine wirkliche Aufgabe ist, sondern auch eine Herzensangelegenheit für unsere Jugend und vor allen Dingen für das ÖZIF, das Stadion zur Verfügung stellen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Kapfenberger Sportvereinigung natürlich immer wieder mit dabei und federführend sind ja Sie für diese Kapfenberger Sportvereinigung. Ich glaube auch, das bringt die Leute wieder extrem zusammen. Ja, das ist auch richtig, weil vor allen Dingen die ganz Jungen, so wie Sie hier, der Volksschulen, die natürlich ganz, ganz begeistert sind vom Fußball, das ist natürlich die Sportart Nummer eins. Und die sehen dann hier im Stadion, was sich abspielt und sind natürlich dann wieder auch Magneten, dass sie zu der Kapfenberger Sportvereinigung, zu einem unserer Fußballclubs kommen. Der Beginn des Integra Cups fiel noch in die Bürgermeisteramtszeit von Manfred Wegscheider, für den Integration sehr wichtig ist. Ich glaube, man muss zuerst einmal die Bedeutung auf Integrationsklassen hinlenken, dass es quasi in der Steiermark sehr viele Schulen gibt, wo es Integrationsklassen gibt und dass man das auf die sportliche Ebene bringt und dass der Landesschulrat mitzieht und das zu einem Leitmodell auch gemacht hat, diesen Integra Cup, da muss man mal gratulieren. Dass der in Kapfenberg stattfindet, das zeigt, dass diese Stadt schon seit vielen Jahrzehnten, muss man dazu sagen, immer ein offenes Herz einerseits für Sport und zweitens für Integration gehabt hat. Gesamt gesehen eine tolle Veranstaltung und auf ein neues beim 13. Integra Cup im Jahr 2013.